Ich bin nur. Bin ich jetzt in dem Titan drin oder was? Also, da war ja ein Titan, den hat man ja deutlich gesehen. Hier kann man durchgehen. Ist hier noch irgendwo was, wo ich das Ding hinschieben könnte, dass das was bewirkt? Das sieht doch echt aus, als würde ich in den Innereien dieses Titanen rumlaufen. Oder halluziniere ich jetzt? Nee, ne? Und ich kann jetzt hier einfach in dem Kerl drin rumlaufen und seine Gedärme in der Gegend rumschieben? Also ich kann ein Stück aus seiner Wirbelsäule rausnehmen und durch die Gegend schieben? Das kann nicht euer Ernst sein. Ah, okay, das bringt mir also nichts. Aber ich habe jetzt echt gedacht, das Ding wäre dafür gedacht, dass man noch irgendwo hoch kann oder so. Dass das hier den Weg blockiert, ist mir schon klar, aber ich habe jetzt echt gedacht, man könnte es irgendwo mitnehmen und dann irgendwo hoch oder so. Ich meine, es ist doch so gebaut, dass man drauf kann. Ja. Ach, da oben, links. Ah, ja, habe ich doch recht gehabt. Es ist doch noch was hier. Es wäre auch zu seltsam gewesen, wenn jetzt hier nichts versteckt wäre. Ich meine, wenn man schon so einen Teil hier hinstellt, dass man auch noch ausgerechnet diese Richtung hier ziehen muss, dann muss es auch irgendwas zu holen geben. Und Power-Ups kommen mir ganz recht. Und Phönixfeder ist auch nicht schlecht. Ja, wird auch Zeit, dass wir davon wieder mehr kriegen, weil wir haben ja unsere Lebensleiste schon wieder verlängert. Nur die Mana-Leiste fehlt mal wieder. Da oben ist eine Truhe, an die ich nicht drankomme. Gut zu wissen. Es sei denn natürlich, ich würde das Ding jetzt hier reinziehen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das macht zwar keinen Sinn, aber egal. Ich glaube, ich hole die Truhe hier jetzt mal mit, weil sie einfach sonst eh nicht mehr eingesetzt wird. Denke ich mal jedenfalls. So, und das Ding hier nehme ich jetzt auch mal noch mit. Auf jeden Fall, dass ich irgendwann doch dahin zurückkehre, kann ich dann wenigstens oben an die Truhe dran. Vielleicht ist er ja auch noch ein bisschen mehr als nur die Lebenstruhe. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es sogar dort der Weg. Keine Ahnung. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Und der ist hier hochzuspringen. Haha. War ja klar. Ja, und hier geht's auch weiter. Super, also hatte ich gar keine Wahl. Oh, wieder so ein Steinklotz. Na toll. Wieso ist im Innern dieses Titan glühend heiße Lava überall unterwegs? Was ist das? Ist das ein Gesicht hier im Hintergrund? Ihr seht das auch, wo die Lava rauskommt. Hier draußen wäre der Mund von dem Gesicht. Und warum steht hier so ein Steindämon? Man weiß nicht. Hör auf mit dem Quatsch. Ja, genau. Sei dann könnt ihr laufen. Ihr bewegt euch doch sonst nicht, wenn ihr nicht müsst. Ja, so ist brav. Und nochmal drauf. Bringt das was? Nö, ne? Das ist nicht der effektivste Angriff gegen den Kerl. Machen wir lieber den normalen Combo. Ich muss nur aufpassen, dass ich es immer rechtzeitig abbreche, sonst trifft er mich natürlich unendlich. Was jetzt unschön wäre. Ich glaube, ich probiere mal was anderes aus. Das war falsch. Das war auch falsch. Wie funktioniert denn das? War das so? Ja, genau. Coole Sache. Wäre nur cool, wenn ich da noch hinlegen würde, ohne getroffen zu werden. Extrem cool, wie ein Maschinengewehr. Kratos geht ab. Au, das war nicht gut. Ich sollte den Quatsch vielleicht lassen und es normal probieren. Au! Und selbst dafür bin ich zu dämlich. Der kommt mir immer näher. Seit wann bewegen die sich? Die haben doch sonst immer stillgestanden. Ah, und jetzt hat er die Wand kaputt gehauen. Was jetzt was zur Folge hat? Oh, das Ding geht unter. Verdammt! Warum sagt mir das keiner? Und was mache ich jetzt? Jetzt hänge ich hier an der Wand als Zielscheibe. Au. Au. Kann ich irgendwie den Dingern ausweichen? Ja, irgendwie geht's. Oh Mann. Echt unfair. Was soll ich denn jetzt machen? Ohne einen Untergrund kann ich jetzt echt nicht gegen den Kerl kämpfen. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ja. Eine Insel. Oh, ouch. Auf mit dem Quatsch. Au. Der macht jetzt irgendwie andere Angriffe als sonst, oder? Er will den Wirbelangriff nicht mehr machen, was dumm ist, weil der Wirbelangriff war natürlich eine zuverlässige Gelegenheit, ihn zu treffen. Naja. Mist. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich ihn so treffen könnte, ohne getroffen zu werden, aber nö. Vielleicht soll ich mal ein bisschen Magie einsetzen.
Das macht wenigstens eine ordentliche Menge Schaden, auch wenn ich nicht an ihn rankomme. Und irgendwann könnte er auch mal einen Geist aufgeben, oder? Jetzt macht er wieder seinen Wirbelangriff. Was hat ihn die ganze Zeit dran hinter dem zu machen? Aber schön, dass er es wieder macht, weil so kann ich ihn wenigstens ordentlich angreifen. Nicht dran gehen, nicht dran gehen. Bist du jetzt endlich mal tot? Der hinterlässt einen Stein. Den könnte ich irgendwo hinschieben. Dann würde irgendwas passieren. Da oben ist eine Höhle. Also wenn ich den Stein jetzt in die andere Richtung schiebe, geht dann die Plattform runter, oder? Nee, ne? Bringt nichts. Gut, dann schiebe ich in eine andere Richtung, vielleicht kann ich dann darüber fliegen. Man weiß es nicht. Ja, und das hier ist das, was ich gemeint habe, was aussieht wie ein Gesicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Warum hat dieser beschissene Titan ein Lavabecken in sich? Soll das sein Magen sein? Wird hier verdaut oder was? Na gut, was hier reinkommt, das kommt definitiv nicht mehr in der Form raus, wie es vorher war. Also, wäre sicherlich eine effektive Verdauung. Oh, und da ist irgendwie wieder Pfütze und da ist eine Truhe. Oh. Schön. Die nehmen wir mit. Auch wenn es zwei sind. Phönixfeder. Wurde ja auch Zeit. Das geht im Moment verdammt schnell mit diesen Phönixfedern und Zeugs, ne? Und ein paar Orbs. Das ist auch okay. Und flieg! Ja, ich nehme an, auf der anderen Seite wird jetzt einfach nichts sein. Behaupte ich. Da ist die Hand. Von dort sind wir runtergefallen. Ich nehme an, Gratos will auch dorthin. Und dazu müssen wir da hoch. Und dazu müssen wir auf das Ding, was auch immer das sein will. Und da hier ist ein Truhen. Lebensenergie könnte ich an sich schon gebrauchen. Aber ich heb's mir mal noch auf, weil ich glaube, wenn man hier in die Lava fällt, ist man entweder direkt tot oder man verliert einfach extrem viel Energie. In beiden Fällen wäre es gut, wenn ich noch ein bisschen Lebensenergie hier zum Einsammeln hätte. Stopp. Fliegen wir mal zurück. Was ist das hier? Aha. Was immer du auch sein willst. Schön, dass du da bist. Geht das jetzt unter? Wo führt mich das hin? Ach, da vorne ist was zum Festhalten. Okay, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ui. Man darf an der Stelle, darf man jetzt echt nicht vergessen, dass man mittlerweile fliegen kann. Also nicht fliegen, aber gleiten. Weil das wäre echt tödlich. Ist da unten noch irgendwas? Da ist auf jeden Fall irgendwas, oder? Fackel. Naja, irgendwie hatte ich mir unter irgendwas ein wenig mehr erhofft, aber dann eben nicht. Okay, das hier ist offensichtlich, oder? Aufsteigender Dampf, wir haben Flügel gekriegt. Ja, also offensichtlicher geht's ja schon nicht mehr. Und da leuchtet was. Leuchtende Steine kann man kaputt hauen. Und da sind Nester drin von diesen Mistviechern. Also wäre es wahrscheinlich ganz sinnvoll, wenn ich die sowieso kaputt haue. Aber sind wir jetzt nicht mehr im Innern von diesem Titanen oder sind wir noch im Innern von dem Titanen? Ich bin mir da jetzt irgendwie ein bisschen unsicher, aber geht das Ding auch irgendwann kaputt? Also, geht doch. Und das nächste. Schön, da hinten ist auch noch ein Nest. Dann kümmern wir uns um das auch noch. Oh, das sind sogar noch mehrere. Komm schon, stirb! Und du auch. Und du bist der Nächste. Oder das Nächste. Ja, was auch immer. War's das? Gut. So, jetzt können wir uns in Ruhe hier umgucken, nachdem die ganzen Nester wechseln, weil dann kommen wenigstens nicht dauernd neue Viecher. Also hier können wir nicht hoch. Im Moment, oder? Oder können wir doch hoch? Wir können da hoch. Okay, die Lebensruhe nehme ich jetzt einfach mal mit. Da ist doch was zum Kaputthauen, oder? Aber das ist weiter hinten. Könnte ich da mit Typhons Ruin draufschießen oder so? Nee. Nicht wirklich. Und von da oben aus? Ist erstaunlich, dass man da überhaupt drauf kann. Also, es sieht jetzt für mich nicht so aus, als wäre es dafür gedacht. Nee. Definitiv nicht. Jo. Nee, da komme ich niemals hin. Nicht so. Also muss es hinten noch irgendwo was gegeben haben. Aber da hatten wir ja keine Zeit nachzugucken. Ist da oben? Ach, da könnte man langklettern. Verstehe. Sonst ist hier nichts mehr?
Nö. Gut, dann gehen wir mal da hoch und gucken mal, wo das hinführt, ne? Also als irgendwie die letzte verbleibende Möglichkeit. Das ist echt... Ich sag's immer wieder, ich weiß, aber es ist schön zu sehen, wie sportlich Kratos glittert. Das ist eigentlich was... Ach, jetzt kommen wir doch... Jetzt kommen wir auch hierher. Was soll der Mist? Er kommt doch von hier aus nicht weiter. Ich meine, ich kann ja das Ding nicht anvisieren. Ich kann nicht aufs Schießen oder so. Nö. Auch nicht im Sturz. Also was soll ich jetzt machen? Blödes Spiel. Es ist, was ich sagen wollte, also in einigen Spielen ist es ja wirklich nervtötend, wenn man dann irgendwo rumklettern muss und es dauert ewig. Man ist ewig unterwegs und man wird niemals fertig quasi. Aber hier in God of War hat man das Problem überhaupt nicht, ne? Was soll ich jetzt machen? Ich verstehe es nicht. Hier müsste es doch irgendwas geben. Irgendwie muss man an diesen Stein rankommen. Ach nee. Oh Mann, bin ich doof. Okay, ich nehme die Mana-Truhe mal noch mit, weil jetzt habe ich genug Mana verschwendet, aber... Oh Mann, es ist ja so offensichtlich. Wie kann man das übersehen? Ihr seht es auch, oder? Spätestens jetzt seht ihr es. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich das übersehen habe die ganze Zeit. Echt Skandal. Na, dankeschön. Oh Mann. Soll ich jetzt hier runter? Naja, von mir aus. Da könnte man auch klettern. Und ich nehme an, das müssen wir auch. Sieht stark danach aus, würde ich sagen. Ein Loch. Das ist interessant. Da gibt es bestimmt auch wieder irgendwas zu finden. Ja, der Kristall... Quatsch, der Kristall, sag ich. Der Stein... Zacken, sag ich mal, die Steinspitze hat ja nicht geleuchtet, so wie sonst, wenn man wissen soll, ja, da musst du weiter, da musst du kaputt hauen. Okay, das war jetzt die Urne des Prometheus, wenn ich richtig gelesen habe. Ja, und dadurch, dass der jetzt nicht geleuchtet hat, war wohl beabsichtigt, dass man das Ding nicht zwingend kaputt macht. Also sprich, ja, da ist was versteckt. Finde es selbst raus. Aber kommt, also das weiß, wenn ihr an der Stelle gewesen wärt, ihr hättet auch auf das Ding draufgehauen. Einfach aus Prinzip. Weil es geht. Ich meine, was macht man hier den ganzen Tag in dem Spiel? Man läuft durch die Gegend und haut auf alles, was irgendwie kaputtbar ist. Egal, ob das eine Lebensform ist oder ob das irgendwie ein totes Objekt ist. Hauptsache, man kann irgendwas kaputt hauen. Um viel mehr geht's ja hier nicht. Wobei das noch untertrieben ist. Also eigentlich geht's nicht nur nicht um viel mehr, sondern es geht eigentlich um nichts anderes. Egal. Was finden wir hier noch? Einen Weg. Ah ja, ich habe mich schon gefragt, wie man an die Wand hier kommen soll. Jetzt weiß ich's. Wo führt die hin? Ah, wieder in diese Höhle. Schön. Und damit kommen wir jetzt an dieses Ding in der Mitte. Da hängt auch ein Stück Stein drüber. Das können wir wahrscheinlich runterhauen oder so. Ja. Müsste ich jetzt... Genau. Ah, wunderbar. Da kommt dann heißer Dampf raus. Der seltsamerweise aus der restlichen Lava hier nicht kommt. Nur mal so, dass er drüber nachdenkt, ne? Also so ein bisschen. Ich meine, klar, Kratos will jetzt hier eine Aufwärtsströmung, damit er fliegen kann. Meinetwegen, gehe ich mit, glaube ich dir. Aber die Tatsache, dass hier sonst nirgends irgendwie ein Aufwind besteht, obwohl hier alles aus Lava ist, das halte ich jetzt für ein bisschen unwahrscheinlich. Okay, kann ich mich hier fallen lassen, ohne zu sterben? Ja. Puh. Na dann drück mir mal die Daumen.